Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Alltagsbedingungen. Leimer. Das werden meine Wenigkeit. Ja, wir sind hier heute wieder mal am Lamai Beach. Endlich mal wieder. Ja. Und hier trinken wir die größte Kokosnuss und für mein Leimel ist sogar die leckerste. Für mich ist es wirklich die beste. Die wir auf der Insel gefunden haben. Ich zeige euch mal, was wir meinen. Also die ist wirklich riesig, wenn man meine Hand dagegen da. Guck mal. Und mit dieser Kulisse lässt man sich ich zeige euch mal die Kulisse, genau. Das ist hier übrigens, wir sind hier am Biershaus am Lamai Strand. Das ist ein kleines Restaurant. Wir trinken aber immer nur Kokosnuss hier, weil das einfach mit diesem Ausblick und aufgrund der Größe und des Geschmacks der Kokosnuss einfach am besten. Und vor allem sehr entspannt hier. Also wenn wir hier kamen, ist es kaum was los. Also meistens einzig sitzen wir hier. Und das lässt sich gut hier aushalten. Also wirklich auch die Nuss genießen. Wir waren heute schon richtig fleißig unterwegs. Also es ist gar nicht unsere Zeit gewesen. Nein. Wir mussten heute schon früh raus. Erzähl. Ja, wir hatten einen Termin mit der Visa-Agentur, die einen Führerschein. Ich möchte unbedingt einen Motorradführerschein hier haben. Und das haben wir jetzt eben alles in die Wege geleitet, machen das über eine Visa-Agentur und da ist das alles ein bisschen, geht ein bisschen einfacher. Kostet etwas mehr, aber es nimmt einem sehr viel Arbeit und eventuell auch Warterei ab in den Ämtern dann. Ne? Wir werden berichten, wie das dann ausgegangen ist. Genau. Also normalerweise war nächste Woche hast du das alles schon fertig irgendwie. Ne? Schauen wir mal, ja. Und gestern hast du Anruf gekriegt, was du alles brauchst. Ja. Und heute früh musst du alles schon zustellen. Also es war ein bisschen chaotisch. An der Stelle möchte ich auch gleich mal so einen kleinen Tipp geben. Also auch an alle Urlauber hier, selbst wenn ihr nur 14 Tage Urlaub hier macht. Wenn ihr euch hier einen Roller ausleiht und ihr habt in Deutschland keinen Motorradführer, normalerweise, also der neue Autoführerschein, der beinhaltet ja nur diese, dass du Moped fahren kannst bis 50 Kubik und hier gibt es Roller ab 125 Kubik. Da habt ihr offiziell keinen Führerschein dafür und wenn ihr so einen Teil hier fahrt, ganz, ganz wichtig und jetzt aufhorchen und ihr baut einen Unfall vielleicht damit, selbst wenn ihr nicht verschuldet seid, kann es sein, dass eure Krankenkasse, sofern ihr eine abgeschlossen habt fürs Ausland, was man ja immer sollte, also so eine Auslandskrankenversicherung, kann es sein, dass die nicht mal die Krankenhausbehandlung oder sonst irgendwas zahlt, weil ihr ja fahrlässig gefahren seid ohne gültigen Führerschein. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten und deswegen sehr, 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 sehr vorsichtig fahren. Ich weiß, wegen 14 Tage macht man jetzt keinen Führerschein hier, macht auch keinen Sinn. Nein, würde es auch nicht gehen. Würde auch nicht gehen. Nee. Weil es geht ja nur für diejenigen, die Jahresvisum bekommen. Da gibt es bestimmt auch Trips und Tricks, aber da kennen wir uns nicht aus, keine Frage. Aber trotzdem, was Motorroller hier angeht, seid sehr, sehr vorsichtig und anderen Tipp kann man eigentlich nicht mitgeben. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr in Deutschland einen Motorradführerschein habt, dann einen internationalen Führerschein mitbringen, dann ist der hier 3 Monate gültig und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ansonsten fährt immer so das Schwert hinter euch her. Ne? Ja, wenn euch was passiert, dann aber fallt ihr richtig auf die Schnauze. Wir haben in der letzten Zeit eben auch über die Nachrichten mitbekommen, das war eine Engländerin hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Insel war oder sonst irgendwo in Thailand. Die hat eine Krankenversicherung abgeschlossen, extra fürs Ausland. Hat die aber in Thailand abgeschlossen, so wie ich das rausgekriegt habe. Und sie hat gemeint, es wäre auf 10.000 Pfund versichert. Mhm. Es war aber nur auf 10.000 Baht versichert. Und genau dieses Mädel aus England fliegt einen Balkon runter, bricht sich den ganzen Rücken und sitzt jetzt auf den Kosten fest. Weil 10.000 Baht ist ja nichts. Das ist ja 270 Euro. Ja, 275 Euro, genau. Da deckt ja auf jeden Fall nicht die Kosten, was anfallen. Das ist, genau, und die hat jetzt gerade auch eine Spendenaktion gemacht. Und sind ganz viele Leute, die dann da auch spenden, finde ich super. Aber trotzdem als kleiner Hinweis, wenn ihr hier nach Koh Samui oder generell nach Thailand kommt, macht unbedingt eine Auslandskrankenversicherung. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja. Also bis jetzt haben wir nicht gebraucht, wahrscheinlich... Ja. So im im Kopf, wenn irgendwas passieren würde, sind wir abgesichert und dann gehst du auch ganz andersrum. Ne? Also es gibt manche Leute, die so ganz flockig gehen hier durch die Straße und sagen, mir passiert nichts. Da haben die vielleicht gute Schutzengel. Muss ja auch nicht. Ne? Man weiß ja nicht. Ja, aber muss ja auch nicht, dass das irgendwas passiert. Ne? Also schau mal, du zahlst ein Leben lang Versicherung oder jetzt ich selbstständig. Ja. Ne? Zahlst du private Versicherung, bist aber fast nie krank. Also wenn du jedes Jahr zum Zahnarzt gehst, hast du halt ein paar Rechnungen. Das war es dann auch. Also bei mir jetzt. Aber es gibt auch andere Leute. Der Knackpunkt ist eben, ihr müsst nicht mal selber schuld dran sein. Es läuft hier in Thailand ja in der Regel so, wenn du in einen Verkehrsunfall zum Beispiel mit einem Thai verwickelt bist, da wird gar nicht großartig nach der Schuld gefragt, sondern du als Farang, das ist das, was wir gehört Ausländer. Haben. Wir haben noch keine eigene Erfahrung damit, aber das hörst du eigentlich von jedem, dass du als Farang, als Ausländer immer erstmal schuldig bist und erstmal deine Unschuld beweisen musst. So ist es hier.
Und insofern, ja, es fährt immer so ein kleines mulmiges Gefühl dann eben mit, auch wenn wir mit dem Roller unterwegs sind. Immer. Und das muss nicht sein. Also wer hier dauerhaft bleibt, sollte das auf jeden Fall anstreben. Ja. Hast du jetzt gemacht? Ja. Hast du jetzt gemacht? Genau. Und klar, du kannst ja Prüfungen machen. Ja. Man muss das alles durchlaufen. Prüfungen machen, also die Praxisprüfung, die soll hier sehr, sehr leicht sein, dass du wirklich einmal nur im Kreis fahren musst. Wir haben das aber schon mal beobachtet hier, ist ein Witz. Und Theorieprüfung, ja, das ist so eine Sache. Das, was wir herausgehört haben, ist es so, dass es normal nur auf Thai zur Verfügung war. Und das haben die einfach mit dem Google-Übersetzer ins Deutsche, nicht ins Deutsche, sorry, ins Englische übersetzt. Und da sind ganz, ganz viele Fehler, sodass Leute auch, die sehr, sehr gut Englisch sprechen, was bei mir jetzt nicht der Fall ist, ich kann mich verständigen, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass mein Englisch ausgezeichnet ist. Aber Leute, die sehr, sehr gut sprechen, dass die Fragen nicht mal verstehen, die da gestellt werden, weil es eben falsch übersetzt ist. Da musst du dann per Zufall machen, ne? Muss man sich drauf vorbereiten auf sowas, ja. Ja. No. Ja, und wir gucken, wie wir da durchkommen, genau. Ne, Schatz? Ja. Wir werden einen Weg finden, ja, wenn wir da durchkommen. Ich auch. So. Immer einen Weg. Ja, möchtest du nur zu deinem Führerschein noch? Nein. Ein bisschen, noch nicht. Ne? Noch also, wir in der Hand. Ne? Nee. Wen wir jetzt unbedingt grüßen möchten, denn Dustin und, weiß ich nicht, seine Freundin war das oder die? Die beiden Begleiterinnen, genau, die genau. Wir gerade eben in La Mai getroffen haben. Ganz liebe Grüße nochmal an der Stelle. Ja, wenn ihr das Video seht, seid ihr schon zu Hause in Deutschland wieder angekommen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Flug. Ja. Ja, es war schön, euch kennengelernt zu haben. Und vor allem, wenn man auch über Instagram ein paar Nachrichten sich immer austauscht. Das finde ich immer ganz nett, wenn man die Leute dann so plötzlich dann stehen hast. Und ja, das ist immer nett. Ja, ich fand es auch interessant, dass wir so junge Zuschauer haben. Also, hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, siehst du. Ja. Ja. Ja, ihr Lieben, wir schauen, was wir heute noch machen. Jetzt im Moment trinken wir erstmal unsere Kokosnuss ganz gemütlich aus. Bei diesem Ausblick natürlich. Und ich würde sagen, wir melden uns später wieder, ne? Ja. Was ich noch sagen wollte zu Kokosnuss. Sie hat immer was. Die ist auch gar nicht so teuer. Also 60 Baht hier. Also ja. Normalerweise, wenn du am Strand irgendwo trinkst, 80 Baht immer. 1,35 Euro bis 1,40 Euro ist das ungefähr. Ja, aber das geht hier. Ja, kann man nicht mehr gern, ne? Na gut. Ja. Bis später. Ja, man sieht sich. Ja, ihr Lieben, wir sind inzwischen zu Hause und haben hier eine schöne Runde, wieder Spazierrunde gemacht. Und haben wir gesagt, weil da so schönes Wetter ist, lassen wir auch unser Drönchen fliegen. Na? Das wird nichts. Das, wenn ich sage, das wird nichts, irgendwas stimmt da nicht. Also vorher haben wir natürlich hier im Tempel gefragt, weil normalerweise ist ein Tempel so eine Geschichte umfliegen. Ne? Erstmal um Erlaubnis gefragt. Und Viertelstunde dürfen wir, hat er gesagt. Mal gucken, ob da was wird. So, Svenny ist konzentriert. Und wir finden dieses Plätzchen total schön. Schön ruhig. Und es ist vor allem nicht so viel los. Na, klappt doch ganz gut. So, und los geht's. Bin gespannt, ob das klappt, weil doch recht windig ist, ne? So, unser Pilot. Scheinbar hat er Spaß, ne? Wie zufrieden bist du mit deiner neuen Drohne? Du hast ganz gut, aber das Bild spinnt. Ja? Ja. Okay. Es ist sehr, sehr schön hier. Ja, mit den Bildern musst du gucken, ne? Ja. Das ist nicht so doll, ne? Ja, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht muss ich auch einfach nur ein Update machen. Im Moment ist es ein total griseliges Bild. Mhm. Mal gucken, wie das dann ausschaut, wenn wir es auf den Computer übertragen. Vielleicht ist es dann anders. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht. Wer weiß das schon. Schauen wir einfach mal. Schauen wir mal weiter. Hast du erzählt, wo wir gerade sind, ne? Ich habe es gezeigt, wo wir sind. Also wir sind ja wieder an unserem Tempel, genau. Und jetzt machen wir jeden Abend hier so eine, oder Nachmittag eher gesagt, so eine 5-Kilometer-Runde rund um ja, das Gelände hier rum, damit wir auch ein bisschen Bewegung kriegen, weil wir
beide etwas nachgelassen haben. Das Essen ist so lecker hier. Ja. Und wie gesagt, also dadurch, dass wir keinen Hund mehr haben, laufen wir nicht mehr so viel. Ja, das ist der Nachteil, ja. Ja. Die Strecke haben wir euch schon gezeigt, ein Teil. Genau. Da, wo wir nicht gezeigt haben, schalten wir die Kamera da ein. Ne? Ich laufe die ganze Zeit hinterher. Da schalten wir die Kamera wieder ein. Außer irgendwas passiert jetzt Großartiges, schalten wir auch ein. Ne? Richtig, genau. Ins Abenteuer kommen. Abenteuer. Abenteuer. So, bis später. Jo. Heute laufen wir anders ein bisschen. Ne? Richtig. Und zwar, da war diese Bar, was es Svenny gezeigt hat vor 2 Tagen. Ne? Genau. Und wenn man am Strand entlang läuft, kommt man an einen richtig schönen Strand, ne? Wenn man am Strand entlang läuft, kommt man an einen richtig, der war super, ja. Nein, wenn man von der Straße runterkommt. Oh, ich habe mich halt verbabbelt. Die wissen schon, was du meinst, ja. Also wenn man von der Straße runterkommt, da wo die Strandbar ist, ja. Direkt zum Strand, und dann hat man einen richtig schönen Schnitt, also ja. Strandabschnitt. Wirklich schön, ja. Also ja. Ganz romantisch und gar nicht überlaufen. Und das ja. Wasser schaut richtig traumhaft aus. Ladet ein zum Baden, ne? Absolut. Springst du rein? Nee. Ich hab mein Bikini nicht dabei. Also. Ja, oder hast du keine Bikini-Figur mehr? Das auch. Sie kommt erschwerend mit hinzu, ja. Ja, also richtig schön. Ich, ich lasse es ein bisschen euch mitlaufen. Genau. Schaut echt gut aus hier. Ja. Auch die Villen, also so wie wir mitgekriegt haben, kannst du hier auch buchen. Schaut richtig geil aus. Also wenn man hier so eine Villa sich so gebucht hat. Jo. Wenn die das noch ein kleines bisschen sauberer hier machen würden am Strand, wäre das perfekt. Ja, das ist halt. Wobei, das sind ja nur Steine, Schatz. Ja, ich weiß. Nee, also, ist auch Gras. Ja, dieses Seegras, aber Seegras ist ja okay. Ich meine, das Schlimmste ist ja mit dem Müll, ne? Ja. Und muss man sagen, also wo der jetzt hier Sturm war, das war wirklich heftig mit dem Müll. Schau mal, aber jetzt inzwischen nur so vereinzelte Strandabschnitte. Ach, schon wieder eins. Svenny, du riechst nach Leckerli. Hm? Oh, der ist aber hübsch. Ha? Fein. Und genau, viele haben die gefragt, oh, die arme Hunde. Und ist es überhaupt nicht so, ne? Oder? Nee, arm sind die nicht und vor allem Nein. verhungern die nicht. Also wir haben noch keinen einzigen abgemagerten Hund hier gesehen. Ganz im Gegenteil, wir haben schon solche Hunde gesehen. Aber das Einzige, hallo. Was bei den Hunden hier wirklich ist, die sind halt die Pflege. Ja, ungepflegt. Also vom Fell her viel durchlaust und ach was weiß ich, was die für Parasiten dran haben. Teilweise ist das Fell wirklich abgekratzt, da kümmert sich kein Schwein drum. Aber ums leibliche Wohl wird sich hier sehr wohl gekümmert. Ja. Total. Ja. Also es ist wirklich. Hätten wir nicht gedacht, also es ist überhaupt nicht zu vergleichen wie Portugal oder Spanien oder andere Länder, wo die Hunde wirklich, ja da siehst du nur die Knochen. Und die werden auch geliebt und jeden werden die auch gestreichelt und so. Also es gibt ein paar aggressive, aber es sind eher wenige wirklich, ja. Ja, und gut, also wenn du so vereinzelte Straßen, irgendwo Dorf durchläufst, das sind Schutzhunde und ist nun mal so. Ja. Ja, aber die gehören zu jemandem. Richtig. Es ist ja nicht unbedingt, dass sie wild sind, die leben bloß draußen. Richtig. So, da sehe ich auch wieder einen. Ja, guck mal, der wartet schon auf uns. Guck mal, wie fit der ist. Die sind überfüttert. Ja, das ist der Hammer. Ja. Aber ich glaube, es liegt einfach an der Bewegung, wenn er so heiß ist. Die pennen den ganzen Tag. Und ja, gut, werden die von jedem gefüttert. Nee. Und guck mal, wie fett. Also muss ich. Ne? Also für seine Figur schaut er schon recht unförmlich aus. Ja. Der kriegt doch Komplexe, wenn du weiter so redest. Der versteht kein Deutsch. Guck mal wieder, guck. Ja, springt der runter? Nein, spring nicht. Ne? Ah, hat er schon gekühlt. Es bringt doch nichts, das Leben geht weiter. Irgendwie. Und was richtig schön ist, jetzt nach der Regenzeit, jetzt fängt da alles zu blühen. Also überall sieht man jetzt die, wie heißen diese Pflanzen, weißt du das? Palmen? Nee, das sind keine Palmen, die rosa Blüten. Das weiß ich nicht, rosa Blüten. Nein, die sind auch nicht rosa, die sieht man auch viel in Spanien. Dann sind es halt lila Blüten, mein Gott. Das bin ich heute wieder, ne? Und das meintest du mit Schmutz? Nee. Ja. Ja, natürlich wäre es schön, wenn das hier sauberer wäre. Ja. Ja, da wird jemand massiert, das ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, er ist ein Physiotherapeut, oder? Oder so. Ja, bräuchten wir auch. Oh, kommen wir da durch? Oder müssen wir Schuhe ausziehen? Ja, da kommen wir durch. Ja, wir haben ja ein langer Sprung. Unsere Schuhe angelassen. Ja, du versinkst bestimmt. Ich probiere es, ne? Ja. Eins, zwei und... Ui, Svenny, ja. Aber ich bin nicht so groß, ne? Also,
Mit Springen habe ich auch nicht. Okay, Maus. Deswegen wähle ich einen anderen Weg. Ja, fast Trockenfuß. So, und das schaut eigentlich unbewohnt aus, ne? Oder? Mhm. Obwohl das bestimmt mal richtig schön war, ne? Oh ja, guckt euch mal das an. Und mit dieser Aussicht. Ja. Ein Träumchen. Es ist echt leer, ne? Mhm. Och, wie schade. Also, manche Häuser hier, wenn du das anguckst, irre. Aber es ist auch klar, also diese drei Jahre haben die wirklich sehr gelitten. Und manchen siehst du das an, manche haben sich erholt. Ja, wer hat denn nicht gelitten, Schatz? Ja, wir haben alle gelitten. Schau mal auf die kleine Insel darüber. Das schaut irgendwie, also mich erinnert es an Schweden die ganze Zeit. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich künstlich ist. Das schaut nicht echt aus. Das sind Felsen, natürlich ist das echt. Nee, aber da. Das ist ein Felsen, Schatz. Ja? Ja, das an der Seite mag verlängert sein, aber die Insel selber ist ein Fels. Das, du, das haben wir in Schweden auch gedacht, aber es sind ja auch ganz viele künstlich angelegt, ne? Da hast du wieder recht. Ja. Mhm. Aber da waren dann auch keine Felsen, das waren Steine, ne? Das stimmt. Ja. Habe ich wieder recht, ne? Ja. Also was uns richtig gefällt, so ein bisschen in die Anlagen zu gucken, wie die dann so von außen aussehen. Und neugierig sind wir gar nicht, oder? Nein. Doch. Oh. Ja. Richtig schön. Ach, und hier haben wir beim letzten Mal entdeckt, ist ein Campingplatz. Man mag es gar nicht glauben, gleich links ist ein Campingplatz. Ja, das ist wirklich irre. Und vielleicht, wenn wir das schaffen, machen wir da mal einen Termin aus, dass wir den für euch abfilmen und zeigen euch den dann. War ich echt erschrocken, was heißt erschrocken, verwundert, dass da Wohnwagen gestanden waren. Ist aber wirklich nur für Wohnwagen, dass du da übernachten kannst. Einen anderen Zweck haben die nicht. Schau mal, jetzt habe ich gerade einen schönen großen Bambus. Hast du gefunden? Ich habe den bei Universum bestellt. Ja? Ja, der siehst du unten, deinen? Muss man noch ein bisschen abbrechen, aber ansonsten. Der ist toll. Der ist gut, ne? Der ist richtig gut. So. Also auf jeden Fall für Wohnwagen, aber die stehen fest. Also nicht, dass du dein eigenes bringst. Genau. Du kannst den mieten. Also ich kann es mir noch nicht wirklich so vorstellen, hier zu campen, wegen Wärme. Hitze, Wärme. Aber ich glaube, also mein Leimel hat es zumindest erzählt, dass die alle eine Klimaanlage drin haben. Ja, das habe ich und auch. Und dadurch, dass die an Feststrom angeschlossen sind, sollte das normalerweise kein Problem sein. Mal gucken, vielleicht testen wir das sogar mal. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja? Also auf der Webseite schaut recht attraktiv aus. Ja. Ich meine, mit diesem Ausblick echt nicht schlecht. Ne? Ja. Ist halt hier auch direkt am Wasser, also besser geht's gar nicht. Ne? Ja. Und da kannst du die Kamera schon rüberschwenken, da sieht man nämlich schon die Wohnwagen. Ja? Sieht man das? Ja. Na, ich wollte jetzt mal ein bisschen noch aus der Nähe zeigen. Und er soll recht günstig sein. Also ich glaube, Woche 70 Euro ist, wenn überhaupt. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, also es ist ja nur, ich glaube, vor einem halben Jahr habe ich geguckt. Ja. Genau, wo wir ja noch in Deutschland waren, ob da hier was mit Camping wäre oder so. Man sagt, nö, es ist gar nicht so schlecht. Ja. So, guckt. Das war nämlich auch so eine Überlegung, ob wir da mit dem Wohnmobil herkommen. Aber wirklich, das kannst du vergessen hier. Da ist keine Infrastruktur da, wegen Toilette entleeren oder versorgen. Wasser auffüllen würdest du vielleicht noch irgendwie hinkriegen. Obwohl, das Wasser willst du auch nicht in der Leitung haben im Wohnmobil. Aber Toilette entleeren, das ist ein großes Problem. Und Abwasser ablassen eben auch. Ja, wobei, wie außer du machst das wie die Thais, die schütten dann natürlich alles in die Natur rein. Aber nee, ist ja nicht ganz anders. Nee. Nee, da können wir auch mit uns selber nicht vereinbaren. Das haben wir auch gesehen bei manchen, sagen wir mal, Hotels, ja, wo dann das Ganze, wenn ihr runterspült, geht das in die Natur. Ja. Ja, gut, wie gesagt. Kann man machen, muss man nicht. Wir können. Schau mal den Hund an, wie der sich abkühlt. Das muss man mal zeigen. Ja. Total süß, ja. Warte. Schauen wir mal, ob der was macht. Er hat sich abgekühlt. Da gibt es ja schon hübsche Hunde da. Guck mal. Na, Mäuschen. Den haben wir auch schon mal gesehen. Ich glaube auch, ja. Ja, ihr Lieben, ich glaube, da kommt ja nicht mehr groß viel. Nö, also nichts mehr, was jetzt unbedingt sehenswert wäre. Ich würde sagen, hat euch dieser Alltagsvlog mit uns wieder gefallen? Freuen wir uns wie immer über. Däumchen Richtung Norden. Falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen. Freuen wir uns wie Sau. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's alle gut. Tschüss. Tschüss.